Ich würde alles tun, um den Täter zu fassen, Mrs. Hayes, aber wenn die DNA von keinem Mann stammt, der je verhaftet wurde, und wenn die DNA zu keinem anderen Täter passt, landesweit, und wenn's keinen Zeugen gibt, von dem Moment, als sie ihr Haus verlassen hat, bis zu dem Zeitpunkt, als wir sie gefunden haben, tja, dann gibt's nicht allzu viel, was wir noch tun können. Sie könnten einfach jedem männlichen Bürger der Stadt Blut abnehmen, der über 8 Jahre alt ist. Es gibt Bürgerrechtsgesetze, die das untersagen, Mrs. Hayes. Vielleicht war er auf der Durchreise durch die Stadt. Dann müssen Sie jedem Mann im Land Blut abnehmen. Vielleicht war er auf der Durchreise durch unser Land. Ich an Ihrer Stelle würde eine Datenbank anlegen. Jedes männliche Baby, das geboren wird, kommt da rein. Und wenn er was Unrechtes macht, würde ich alles vergleichen, mich zu 100% versichern, dass die Übereinstimmung korrekt ist und ihn töten. Ja, es gibt definitiv Bürgerrechtsgesetze, die das verhindern. Ich tue alles, was ich kann, um den Kerl aufzuspüren. Ich finde, Ihre Billboards da sind nicht besonders fair. Während Sie hier rauskommen, Willoughby, und mich vollheulen wie eine Pussy, wird vermutlich irgendwo gerade ein anderes Mädchen abgeschlachtet. Aber schön, dass Sie klare Prioritäten haben, muss ich schon sagen. Hey, Wichser! Was? Sag doch nicht was, Dixon, wenn sie hier reinkommt und dich Wichser nennt. Und sie kommt halt hier nicht rein. Du! Komm her. Nein. Sie kommen her. Auch gut. Was? Nein, Dixon! Was? Ich kann du musst es dir verbitten, dass ich eine Zivilistin auf dem Revier als Wichser bezeichne. Das tue ich. Ich regle das auf meine Weise. Alles klar? Du gehst mir auf den Sack. Mrs. Hayes, nehmen Sie Platz. Was kann ich für Sie tun? Wo ist Denise Watson? Denise Watson ist in der Arrestzelle. Weswegen? Besitz. Wovon? 2 Marihuana-Zigaretten. Die waren groß. Wann ist die Kautionsanhörung? Keine Kaution, habe ich beim Richter beantragt. Wegen der 2 vorherigen Marihuana-Verstöße. Der Richter sagte nur klar. Du verdammter Arsch! Sie sagen zu einem Gesetzeshüter auf seinem eigenen Revier nicht Arsch, Mrs. Hayes. Und irgendwo anders auch nicht. Woher kommt die neue Gesinnung, Dixon? Hat Mama dir das eingetrichtert? Nein, das hat meine Mama nicht getan. Entfernen Sie die. Verstanden? Was darf man laut Gesetz auf dem Billboard schreiben und was nicht? Ich nehme an, man darf nichts Verleumderisches schreiben oder Ficken, Pisse oder Fotze. Stimmt das? Oder Anus? Dann dürfte ich keine Schwierigkeiten kriegen. Ich schätze, Sie sind Angela Hayes Mutter. Ja, bin ich. Ich bin Angela Hayes Mutter. Also, Mildred Hayes, warum diese Billboards? Meine Tochter Angela wurde vor 7 Monaten ermordet. Die Polizei scheint mehr damit beschäftigt, Schwarze zu foltern, als echte Verbrechen aufzuklären. Was zur Hölle ist denn das? Dixon, du erwischst mich mitten beim beschissenen Osteressen. Entschuldigt, Kinder. Ich weiß, Chief, aber ich glaube, wir haben da irgendwie ein Problem. Ich würde alles tun, um den Killer ihrer Tochter zu fassen. Ich finde, ihre Billboards da sind nicht besonders fair. Während Sie herauskommen, Willoughby, und mich vollheulen wie eine Pussy, wird vermutlich irgendwo gerade ein anderes Mädchen abgeschlachtet. Inzwischen gibt es 2 offizielle Beschwerden wegen dieser Billboards. Von wem? Von einer Lady mit einem komischen Auge. Einer Lady mit einem komischen scheiß Auge? Und von einem fetten Zahnarzt. Willoughby hat sehr viele gute Freunde hier in dieser Stadt, Miss Hayes. Oh. Sie haben heute nicht zufällig ein kleines Loch in den Zahnarzt gebohrt, oder? Natürlich nicht. Hä? Ich sagte natürlich nicht. Es tut mir leid, Angela, aber die Stadt ist entschieden gegen diese Billboards. Wer hat die Dose geworfen? Welche Dose? Was ist mit dir, Schätzchen? Nein, ich hab nichts. Gib alles. Hey, Wichser! Was? Sag doch nicht was, Dixon, wenn sie hereinkommt und dich Wichser nennt. Je länger ein Fall in der Öffentlichkeit präsent ist, desto größer sind die Chancen, dass er aufgeklärt wird. Wissen Sie, wenn Sie weiter die Kirche besucht hätten, hätten Sie etwas mehr Verständnis für die Gefühle der Leute. Die ganze Wut, Mann, die erzeugt nur noch größere Wut. In 3, 2, 1. Und so traurig dieses Spektakel um diese Billboards auch ist, verdammte Scheiße, Mann! Diese Reporterin hofft, dass das endlich das Ende bedeutet. Für diese sonderbare Geschichte der 3 Billboards. Scheiß bedeutet das, du behinderte Kuh. Das ist erst der verkackte Anfang. Sende das mal in deiner Guten Morgen Missouri Frühstücksfernsehen. Scheiße, du Miststück.